ihr wisst gar nicht, wie heftig das ist. Irgendwie. Weißt du, 1, 2, 3, 4 und 5. Alles klar. Hallo und her. Meine Stimme geht langsam weg. Hallo und herzlich willkommen. Oh Gott. Okay. Hallo und herzlich willkommen. Ich bin Gustav und das ist eine neue Folge von Ekel Schmeckel Challenge. Die Serie, in der ihr mir eine Challenge stellt und wenn ich sie nicht schaffe, gibt es eine Strafe. Dieses Mal ist die Strafe Banane mit Pfeffer. Ja, das klingt schon etwas komisch. Aber bevor wir zur Challenge kommen, muss ich mit euch über etwas reden, was mir im Herzen liegt. Das wäre cool, wenn ihr da einmal zuhören würdet. Es war ein Kumpel von mir, ein Unternehmen eröffnet, das sich der Integration von Flüchtlingen widmet. Und jetzt haben sie ein Startup angefangen, womit sie sich finanzieren wollen, um das Ganze weiter zu verfolgen. Das Ganze funktioniert so, dass sie eine App haben, womit sich dann Flüchtlinge Tickets holen können. Tickets im Sinne von, womit die sich integrieren können, wie so Kinobesuche, Besuche in den Stadion, Theater, Deutschkurse, Ausbildungsplätze kann man dadurch finden. Und dadurch sollen einfach Flüchtlingen geholfen werden, um überhaupt sich in diese Gesellschaft zu integrieren. Ich finde das Projekt ganz toll, deswegen unterstütze ich die dabei jetzt gerade. Mir wäre es wichtig, wenn ihr einfach nur mal auf die Seite schaut, einmal das Video anschaut, was ich übrigens gemacht habe, das Video. Irgendwo müssten wir meiner Meinung nach irgendwas für die Integration von Flüchtlingen tun, denn so wie das jetzt gerade funktioniert, funktioniert es nicht gut. Wir müssten damit arbeiten, was wir gerade haben und so ist das auf jeden Fall eine sehr gute Idee. Unten verlinkt, erster Link auf jeden Fall, kann ich euch nur empfehlen, mal reinzuschauen, einfach mal informieren, was das ist. Wenn ihr da keinen Bock drauf habt, ist nicht schlimm. Wenn ihr da Bock drauf habt, teilt es auf Facebook oder so, einfach nur ein bisschen Aufmerksamkeit für das ganze Projekt. Ich finde das, wie gesagt, klasse. Vielleicht kommt das so zustande, es sieht derzeit sehr gut aus, die Unterstützung ist da, zu Recht. Und wir fangen jetzt irgendwie weiter an mit der Folge. Die heutige Challenge ist eine ganz verrückte, wenn ihr mich fragt. Die ist von Elivon und Elivon sagt, die Schwindel-Challenge. Du musst dich nach jedem Tod 15 Mal im Kreis drehen. Wir werden es auf 5 runterkriegen, das haben wir dann darunter einmal geklärt, dass 15 ein bisschen krank ist. Nachtrag, den er dann endlich gemacht hat irgendwann. 15 Kills ist das Ziel. 15 Mal im Kreis, ich habe das eben einmal getestet mit 5, ist schon richtig schlimm. 15 Mal wäre einfach verrückt. Lass uns 5 Mal machen und 15 Kills sind natürlich drin, denke ich. Versuch mal, ich werde einfach mal die Runde hier versuchen, die ist noch nicht so weit. Ist natürlich jetzt mehr oder weniger ein bisschen unfair. Oh mein Gott. Jetzt ein bisschen unfair, wenn ich einfach gar nicht sterbe. Aber gleichzeitig, so lautet die Challenge und ihr habt es hochgelobt. Nein, no, oh mein Gott. Nein! Ah! Lass mich hier weg. Dude, bisschen Angst hier. Vor jedem... Oh mein Gott. Nein, nein. Er hat einen Flammenwerfer. Ich habe mich gerettet. LOL. LOL. Was? Beste Runde aller Zeiten. Komm schon, den kriegen wir, oder? Warum krieg ich den nicht? Fuck! Da war der Streak zu Ende. 1, 2, 3, 4 und 5. Alles klar. Das ist schon mal gar nicht mal so schlecht. Und das provoziert erst natürlich, dass ich nicht mehr so gut treffe. Alter Schwede, meine Augen drehen sich gerade absolut hardcore. Uiuiuiuiuiui. Oh, Sensenabschuss, nice. Da ist, okay, der ist tot. Alter, das dreht sich immer noch, also das ist, ja, 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 ja. Läuft bei mir auf jeden Fall gerade. Oh, Mann. Nein, 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 nein! Fuck! 1, 2, 3, 4 und 5. Alter! Okay, das wird natürlich nur noch schlimmer. Ein Drittel der Kills und jetzt wird's, oh mein Gott, meine Augen. Ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt. Ich kann gerade nicht mehr gerade ausgucken. Absolut dumme Entscheidung, diese Challenge zu machen. Ja, komm. Boah, das war schon knapp. Das war schon zu knapp. Ich bin absolut am... Oh, er ist geil. Er ist gestorben durch Fallschaden. Einer meiner Lieblingsarten, Leute zu killen. Nein. Nein. Scheiße. 1, 2, 3, 4, 5. Scheiße. Oh ja, mit 15 Mal wäre ich absolut durch gewesen, ey. Oh, was habe ich jetzt? 7 Kills. 1, 2, 3, 4 und 5. Oh. Oh mein Gott, das, ja, das kann nur noch scheiße werden, doch. Oh, wir fehlen noch 8 Kills. Da, jawohl, noch 7. Ich bin gerade absolut durch, sage ich euch, richtig krass. Das kann ich ja jetzt schon sagen. Ja, Max und ich, also Aimboard und ich, haben eben Aufnahmen gemacht für Donnerstag und Freitag. Donnerstag er, Freitag ich. Es ist so geil gewesen. War eine der besten Aufnahmen, die ich je gemacht habe, kann ich euch auf jeden Fall sagen. Absolut krass geile Aufnahmen. Ich freue mich. Oh nein! 1, 2, 3, 4 und 5. Oh mein Gott. Ich sehe nichts mehr und die Gegner sind viel zu gut. Scheiße.
wenn ich das jetzt nicht schaffe. Also auf Freitag könnt ihr euch so freuen. Ich werde Donnerstag natürlich also das Video von ihm verlinken, weil das einfach so geil ist. Also in Social Media werde ich das durchgeben. Das ist einfach zu gut, das Video. Fuck, ich krieg nichts mehr hin. 1, 2, 3, 4, 5. Ja, das ist echt das Problem, wenn man einmal stirbt, ne? Dann funktioniert halt einfach nichts mehr, weil ich alles dreht sich nur noch und ich bin einfach nur noch scheiße jetzt. Krieg gar nichts mehr hin. Komm, jawohl, den habe ich. Jawohl. Komm, ich schaff das. 10, 5 noch, 5 noch. Oh, da ist einer gewesen, ich will den haben. Komm. Vielleicht ist er noch da. Vielleicht wartet er auf mich. Oh mein Gott, viel zu knapp. Okay, weg hier. Die haben absolut die Kontrolle gerade. Das gefällt mir natürlich gar nicht. Was macht ihr hier? Wollt ihr mich gerade verarschen? Wer spielt denn bitte so? Jawohl. Habe ich den auch noch abgegriffen? Und den auch noch abgegriffen? Kommt den auch noch. Ah, jetzt habe ich 13. 2 Stück noch. Das können wir schaffen. Nein. Ah. Den habe ich. Noch einen. Hör ich ja gerade nicht, aber... Ah, oh mein Gott, da ist es. Bam, Junge. Challenge schon geschafft. Oh mein Gott. Meine Stimme ist absolut durch. Und ich sage euch, Challenge geschafft. Oh mein Gott. Das ist so anstrengend. Jawohl, oh, noch den Kill. Ah! Oh mein Gott, das war echt eine gute Challenge. Die war richtig gut gestellt. Also hätte ich jetzt gar nicht so gedacht. Oh mein Gott, ich treffe die Tasten nicht mehr. Warte. Absolut durch, ey. Das Aufstehen und sich 5-mal drehen, das ist anstrengend. Ich weiß nicht, ob ihr es hört. Ja, es hört das gerade. Meine Stimme bricht gerade total. Das liegt natürlich daran, dass ich heute schon so viel aufgenommen habe. Andererseits tut man halt so oder so weh. Alter, tut man halt so oder so weh. Ich bin Freitag und Samstag in London. Activision hat mich eingeladen. Ich freue mich da mega drauf. Das ist das erste Mal, dass mir sowas passiert. Ich bin absolut stolz natürlich, dass ihr mir da sowas ermöglicht. Dass wir so gemeinsam so eine Reichweite erreicht haben, dass Activision auf sowas aufmerksam geworden ist. Richtig krass. Wie gesagt, ich bin Freitag und Samstag dort. Deswegen habe ich das Freitagsvideo jetzt schon aufgenommen mit Max. Und Samstag schaffe ich deswegen absolut nicht den Stream, weil ich erst um 18:30 in Leipzig wieder angeflogen komme. Ich habe eigentlich gedacht, dass ich morgen den Stream mache. Ich sag euch, wenn es mir morgen wieder gut geht mit der Stimme, mache ich einen Stream. Aber wenn ich 4 Stunden lang reden muss und meine Stimme so wie jetzt gerade ist, wehtut, schaffe ich das absolut nicht. Wird mir natürlich mega leid tun, keinen Stream zu machen. Aber ich würde richtig gerne einen Stream machen. Ganz ehrlich, ich würde richtig, richtig gerne einen Stream machen. Ja, haltet halt Ausschau. Ich bin auch noch nicht sicher, wo ich dann, wenn streamen würde. Entweder Twitch oder YouTube, weiß ich das gerade nicht. Auf jeden Fall, wenn ich dann... Morgen so gegen 3 Uhr würde ich das ja feststellen, ob meine Stimme gut ist. Oder 4 Uhr, weiß ich was. Und dann werde ich das natürlich durchsagen. Ja. Alter, meine Stimme geht gerade absolut den Bach runter. Wenn es nicht klappt, verzeiht mir, aber naja, Gesundheit geht ja auch ein bisschen vor manchmal. Du merkst, ich bin absolut am Ende mit der Stimme gerade. Für euch gilt natürlich, ich bin erstmal mega froh. Die Challenge war richtig geil, hat auch einfach Spaß gemacht. Ich habe immer noch, ihr habt das, glaube ich, letztes Mal falsch verstanden, ein bisschen Real Talk hinterher. Ich mag Black Ops 3 immer noch sehr, aber Battlefield 1 macht mir gerade so dermaßen viel Spaß, dass Black Ops 3 halt einfach so ein bisschen, naja, hinterherhinkt. Es ist ja auch schon was älter, man hat schon viel entdeckt oder alles entdeckt und so weiter. Und da kommt natürlich so ein neues Spiel, was halt mega bei mir ankommt. Dann habe ich das dafür natürlich mehr übrig. Ich finde Call of Duty immer noch Hammer. Ich mag diese Arcade-Style, mag ich immer noch sehr und ich freue mich auf die neuen Spiele. Und ich habe auch gerade zum Beispiel ganz viel Spaß gehabt. Das habt ihr hoffentlich gemerkt. Egal, was ich vorher meinte und wie er das interpretiert hat, Black Ops 3 macht mir immer noch Spaß. Aber manchmal gibt es halt Momente, wo ich ausraste. Und ja, manchmal komme ich halt in so Momente, wo ich dann, ja, da werde ich halt schlecht gelaunt und so. Und dann kommt halt sowas raus wie, ich mag das Spiel nicht mehr. Aber das stimmt halt nicht, weil ich immer wieder zum Spiel gerne zurückgehe. Wirklich. Ja, eure Aufgabe für nächste Woche ist es natürlich jetzt wieder Challenges unter das Video zu stellen. Bitte haut was wirklich Besonderes raus. Etwas, was anders ist als jetzt. Also nicht jetzt, dreh dich in die andere Richtung oder steh auf, spring 3-mal oder so. Also jetzt nicht etwas, was so stark ähnlich ist. Wieder was komplett anderes. Und vergesst nicht, dass ein Ziel da reingehört. Unsere Strafe steht immer noch fest. Eure Strafen nehme ich ja so oder so nicht an. Das sind meine Strafen. Also Pfeffer auf einer Banane. Also richtig dick natürlich, ne? Scheiße. Und ich kann nur noch mal sagen, also das Projekt Highmade von dem Kumpel von mir, wenn ihr da mal reinschaut, das wird mir wirklich viel bedeuten. Und ich freue mich einfach nur, euch von London dann zu berichten. Dann werde ich das erste Mal IW auch spielen können, da freue ich mich sehr drauf. Oh Mann, vielen Dank, dass ihr mir sowas ermöglicht. Ich kann gar nicht sagen, wie dankbar ich für sowas bin. Eure Unterstützung bedeutet mir wirklich alles. Also es ist absolut heftig und ich weiß gar nicht manchmal, wie ich damit umgehen soll. Ich weiß immer noch nicht, wie ich mit...
Ich kann halt immer nur Danke sagen und manchmal habe ich das Gefühl, das ist irgendwie zu wenig, weil man sagt halt zu so vielen Sachen Danke, weil ich da dankbar bin. Aber man hat irgendwie, also ich habe manchmal das Gefühl, dass ein normales Danke nicht reicht und da müsste irgendwie mehr kommen. Weiß ich nicht, weil in meinem Kopf ist halt so, ja, aber ich habe dem gerade Danke gesagt, dass er, weiß ich nicht, was mir gesagt hat, ist ein gutes Video. Dafür bin ich dankbar, dass er das denkt und dass mir das schreibt, wirklich. Aber da kommt jemand und schreibt dir einen Roman, der einfach nur unfassbar viel mir dann bedeutet. Aber da kann ich auch nur Danke sagen. Und da, ich weiß gar nicht, wie ich damit umgehen soll. Oder da kommen Spenden in Streams und ihr wisst gar nicht, wie heftig das ist. Irgendwie, weißt du, das ist nicht einfach irgendwie Geld oder sowas, was man annimmt oder so. Das ist eine fucking Geste, die einfach unfassbar viel bedeutet für mich. Und ich weiß gar nicht, was ich da sagen soll. Ich sag da immer Danke einfach und das bedeutet mir voll viel. Aber es ist schwer auszudrücken, wie viel es mir bedeutet. Aber vielleicht versteht ihr das, was ich meine. Ich muss ja sagen, so echt aufhören mit der Stimme. Ich wünsche euch einen wunderschönen Mittwoch noch und Kuss. Das war eine Folge, ey. Das war absolut Power, die Folge. Hat echt Spaß gemacht. Hat richtig Spaß gemacht. Gute Challenge.